Greife mit dem Wachtposten an. Welch Wunder. Er blockt. Jonas Kosten wurden um 1 reduziert. Okay. Das Effekt aus, wenn er zuschlägt. Ja. Hier kann man noch mal gucken, was passiert ist. Alter, ein Mana-Stein und der Nexus wird um 3 geheilt. Ja gut, da ist ja nicht viel passiert. Sie sind hier! Schlagt Alarm! Mit dem Wind im Rücken findet man immer seinen Weg. Naja, gut, immer. Wirke Stahlsturm. Toll bei einem greifenden Spieler. Hasaki! Hasaki! Das heißt, er fliegt zurück. Okay. Stufenaufstieg. Manche Champions können Stufen aussteigen, bevor sie überhaupt ausspielt. Seht ihr Yasuos Beschreibung an. Wenn du einen Gegner betäubst oder zurückrufst, verursache ich 2 Schaden. Ja, okay. Stufenaufstieg. Du hast 6 plus Einheiten betäubt oder zurückgerufen. Einen habe ich. Betäuben, entferne eine Einheit aus dem Kampf. Sie kann für den Rest der Runde nicht angreifen oder abwehren. Eine Karte kehrt auf die Hand zurück und wird von allen auf sie wirkenden Effekten befreit. Um dann einfach ein bisschen den Unterschied noch im Kopf zu haben. Ich auf zu beenden. Greife mit deinem Wachtposten und Hasen an. Oh. Oh. Okay. Eine Sackgasse, was? Ach, Quatsch. Das sieht ja eh nix. Krieg ein bisschen Schaden, das war's. Du wagst es, die Länder der Avarosa zu entweihen? Dafür wirst du bezahlen! Ah! Ja. Ich suche keinen Streit mit dir. Wirke Stahlsturm. Mal wieder. Asirio! Asirio! Ah ja. Suche 2 Schaden an allem. Ja, tschüss. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wie auch. Das nennst du ein Schwert? Ja. Wenn du mir nicht glaubst, demonstriere ich es dir gerne. Große Worte. Wenn wir mit dir fertig sind, siehst du das vielleicht anders. Wir? Königin Ash. Ich gebe dir Rückendeckung. Auf ins Gefecht! Ha, na dann mal los. Entkomme aus
Feljord. Du bist jetzt auf dich gestellt. Hilf Yasuo dabei, Ash und Thrynamere zu besiegen. Okay. Eine Klinge, ein Zweck. Du musst schon mehr geben. Es funktioniert aber. Ende eines Kriegers. Nur ich kann den Wind bezwingen. Ja gut. Mehr kann ich auch nicht. Leben und Tod auf Messers Schneide. So. Gib mir ein Ziel. Wieso kann ich ihn nicht würgen, wenn da steht, dass ich kann ihn jederzeit würgen? Wahrscheinlich, weil ich doch in dem Kampf bin. Aber dann schreibt's doch einfach anders. Weil das ist irreführend. Das ist Quatsch. Ich rufe drei Gegner zurück. Füße sind zum Wandern gemacht und zum Treten. Mission nach meinem Geschmack. Vielleicht habe ich doch eine Zukunft. Kurz mal was gucken. Aber das heißt doch eigentlich auch nur, naja, egal. Allen auf sie, ja, dass sie auf die Hand zurückkommt. Naja, ein bisschen verwirrend notiert. Du hast keine Angriffsmarke. Ah ja, genau. Der Gegner greift ja an. Achso, ja klar, betäube einen angreifenden Spieler, deshalb konnte ich es nicht machen, weil ich hatte ja angegriffen, der hatte ja verteidigt. Glückisch. Achso, deshalb, wenn du einen Gegner betäubst oder zurückrufst, attackiere ihn. Weil das schon passiert ist.
Deshalb sterben die alle weg. Ist ja gut. Kann man mal machen. Stell dich deinem Schicksal. Mehr brauche ich gar nicht gerade. Bum 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 und tschüss. Ist schon etwas hart. Eigentlich müsste ich tatsächlich das auch nutzen, um zwei zu betäuben. Dann, wenn ich mehrere betäuben kann. Diese Klinge wird nie leichter. Ja, gewonnen. Wanderer lernen von ihren Reisen. Du scheinst schon viel gesehen zu haben. Wohin als Nächste? Einen Schritt mehr. Sorry. So, dann kommt als nächstes überwältigende Kraft. Einheiten mit überwältigen fügen dem gegnerischen Nexus auch dann Schaden zu, wenn sie abgewehrt werden. Kontrolliere mit ihnen das Schlachtfeld, empfohlen für Anfänger. Nutze die Macht von Überwältigen, um diese Runde zu gewinnen. Diese Runde zu gewinnen. Ja. Wir rücken auf. Mehr Muskeln schaden nie. An mir kommt niemand vorbei. Mehr kann ich ja nicht machen. Vorsicht. Sieg. Überwältigen ist eine großartige Möglichkeit, um mit mächtigen Einheiten an einer geschwächten Abwehr vorbeizukommen. Unsere Grenzen erweitern sich. So, jetzt einmal bitte was anderes machen. Überwältigen. Nutze die Macht von Überwältigen, um diese Runde zu gewinnen. Ein kämpfender Verbündeter attackiert einen kämpfenden Gegner. Das heißt, das kann ich eh nicht gerade. Durch meine Hand. Schlagalarm! Sieg gegen eine Abwehr. Die besiegt wurde, verursachen Einheiten mit Überwältigen den vollen Schaden am gegnerischen Nexus. Nächstes. Überwältigen. Nutze alles, was du über Überwältigen gelernt hast, um diese Runde zu gewinnen. Ich sehe, dass der gegnerische Nexus 10 oder weniger Lebenspunkte. Ja, das ist ja nicht der Fall. Bereit! Ihr könnt auf mich zählen! So. Kurz durch meine Hand.
An mir kommt niemand vorbei. Bringe Darius auf die nächste Stufe, bevor er die gegnerische Verteidigung durchbricht. Ja, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Ist, glaube ich, aufgefallen. Und zwar habe ich den Falschen attackiert. Aber das passiert. Wer ist da? Machen wir einfach nochmal. Also das hier war ja klar. Das war richtig. Das war soweit auch richtig. Allerdings war hier der Fehler. Und zwar muss ich das so machen. Hä? Okay, da war doch noch was falsch. Ach so, wegen 10 und weniger. Vielleicht muss ich einfach das so machen. Für das Imperium. Glaube ich zwar auch nicht, dass das was hilft. Schlage eine Bresche. Schlagt Alarm. Vorsicht! Pferdenfeuge wahrer Stärke! Bringe Darius auf die nächste Stufe, bevor er die gegnerische Verteidigung durchbricht. Ach, bevor. Das heißt, der Gegner muss erst komplett weg sein. Das heißt eigentlich... Ich stehe für Noxus. Das können wir ja vorher machen. Augen auf. Plus 3 und überwältigen. Stärke über alles. Noxus wird sich erheben. Die Reihenfolge ist, glaube ich, noch wichtig. An mir kommt niemand vorbei. Ja. Der perfekte Angriff verbindet Schlüsselwörterfähigkeiten und Angriffsreihenfolge. Und die Angriffsreihenfolge war das, was ich die ganze Zeit verkackt habe. Gute Arbeit, Männer. Noxus ist stolz. Yay. Jetzt hier auch unten, ne? Ja.
Champion Pack. Ja. Ursache 2 Schaden an allen Einheiten. 0. Oh Gott. Hier hinten wird es nachher viel. Ein ungreifbarer Sieg. Das hatten wir ja schon, ne? Ja. Das noch nicht. Deine ungreifbaren Verbündeten können Gegner einfach umgehen. Finde heraus, wie du diesen Vorteil nutzen kannst. Ungreifbar. Ungreifbare Einheit. Kannst du eine ungreifbare Einheit nutzen, um diese Runde zu gewinnen? Kann nur von einer ungreifbaren Einheit abgewehrt werden. Wer nicht wagt, der nicht fliegt. Müsste ja dann reichen. Ja. Der Grenzposten konnte deinen Aeronauten nicht abwehren, da er ungreifbar ist. Da er nicht ungreifbar ist. Der Gegner war ja nicht ungreifbar. Ungreifbare Einheiten. Verwende ungreifbare Einheiten, um diese Runde zu gewinnen. So. Sieg. Mehrere ungreifbare Einheiten stellen für unvorbereitete Gegner eine große Bedrohung dar. Ungreifbare Verbündete. Verwende ungreifbare Einheiten, um diese Runde zu gewinnen. Oha, ich sehe schon, auf was es hinausgeht. Eine kleine Schlägerei schadet nie. Das andere vorwärts! Wer will mitmachen? Ungreifbare Einheiten können eine böse Überraschung sein. Bams, Bams. Boah, das hier steigt auch gleich auf der Tresor. Das ist jetzt auch nach unten gerutscht. Wettlauf mit der Zeit. Vergängliche Einheiten leben nicht lange, sind aber oft unheimlich stark. Finde heraus, zu welchem Zeitpunkt du sie effektiv einsetzen kannst. Empfohlen für Anfänger und Kartenspielkenner. Vergänglich. Verwende vergängliche Einheiten, um diese Runde zu gewinnen. Was macht denn genau vergänglich? Diese Einheit stirbt, wenn sie zuschlägt oder die Runde endet. Nochmal.
Vergängliche Einheiten sind stärker, als sie zunächst erscheinen. Vergänglich. Sieh dir deine Zauber und Fähigkeiten an und besiege deinen Gegner in dieser Runde. Abwehrunfähig. Spüre eine entkommende Kreatur. Manchmal lohnt es sich, einer verbündeten Einheit vergänglich zu gewähren. Verwende vergängliche Einheiten, um diese Runde zu gewinnen. Rückgrat kein vergänglich. Könnte das machen? Dann habe ich vergänglich. Das schieben wir kurz mal nach. Danach hin. Also können wir auch erstmal ausspielen. Töte einen Verbündeten, um mich auszuspielen. Moment. Ah, okay. Wieso? Reicht das? Schaden. Schaden. Durchgehender Schaden. Durchgehender Schaden. Schaden. Gewonnen. Schaden. Vergänglich ermöglicht tolle Kombos mit Einheiten, die auf sterbende Verbündete reagieren. Ja, das habe ich gesehen. Habe ich die Reihenfolge genau so gemacht, dass der erst zum Schluss angreift, damit die anderen sterben, damit er Schaden an den Nexus macht. Tja, ja, manchmal muss man ein bisschen gucken. Oha, ich habe wieder was freigeschalten und der ist aufgestiegen. So, schare eine Armee der niedlichsten kleinen Wesen um dich, die Runeterror ihr Zuhause nennen. Dein Gegner wird seine Niederlage gelassen sehen. Ja. Wow. Puro. Eine epische Wildcard.